So Freunde, soeben noch in der Küche und jetzt bin ich da beim Verspeisen, Freunde, und ich zeige euch das Ganze mal, wie das ja wunderbar eigentlich aussieht. Das ist ein Festtagsmenü. So Freunde, da ist Ketchup drauf. Ihr seht es, das ist Eier à la scharf, also 6 Eier. Ihr habt gesehen, es ist Curry drauf, es ist Chili, es ist Pfeffer. Und das Ganze werden wir jetzt probieren und natürlich essen und ohne was zu trinken. Und ohne Brot, weil mit Brot kann ja jeder. Und mit Brot gibt es Atemnot. So Freunde, und ich, ja, hier bin ich. Werde euch das zeigen, hier mit bisschen Ketchup, einwandfrei. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ich mag scharf und Hammer. Oh, hat Power, also hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Hat Bums. Die Nase ist jetzt schon frei, Freunde. Also, das ist schon mal, sorry, das ist schon mal ein Essen zum, ein Essen zum Empfehlen. Für den Winter, wenn es einem extrem kalt ist. Macht euch 6 Rühreier. Schmeißt einen Haufen Chili-Pulver rein, Curry und Pfeffer und euch wird es automatisch warm, also da schwitzt ihr die Grippe raus. Das, ich denke, ihr schwitzt das Ding raus. Also, bin echt gespannt, es brennt hier, es ist wirklich Inferno und Moment, ich muss die Kamera tiefer halten, so. Freunde, weil ich will ja, dass ihr das seht. So, ihr seht, der Teller wird wirklich kleiner. Ich habe nichts zum Trinken da. Auch das Ketchup, wo man eigentlich denkt, das würde hemmen oder die Brennerei dämmen, ist überhaupt nicht der Fall. Boah, Wahnsinn. Also Freunde, darauf möchte ich aufmerksam machen. Wenn ihr das nachmacht, das ist euer Ding, wie viel Pulver ihr da reinhaut. Erstens möchte ich nicht, dass es jemand unüberlegt nachmacht, denn er muss schon Schärfe gewöhnt sein. Und nicht, dass da jemand sich hier Atemnot holt und dann heißt, ja, der gute Launebäuer hat es empfohlen. Nee, Freunde, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das wirklich nachmacht, aber spätestens nach dem Fleischkäse-Video von meinem ehemaligen Metzger, muss man leider sagen, vom Stefan. Grüße ergehen daraus an dich. Stefan, probier es einfach mal nach. Und probiert es einfach. Und Leute, die muss ich wirklich zutrauen. Ich weiß, ihr seid alle keine Weicheier da draußen, aber die muss ich wirklich zutrauen. Respekt. Und auch natürlich an die Frauen, die muss das auch machen. Wie zum Beispiel Lea, die macht das auch. Kommt aus Österreich. Da sind die Mädels wie die Männer eben gleich, was den Schärfegrad anbetrifft. Und ich zeige es euch mal, also alles hier drin ist wirklich, boah, 1A. Und ja, das war so ein Tipp nebenbei am Rande und ich verabschiede mich jetzt und sag Servus, ciao ciao. Und ich habe keine Ahnung, ob das Ding hier doppelt und dreifach nachbrennt. Wir werden es testen. Bis dahin, Servus, macht es gut, piep piep piep. Ich hab euch lieb und für irgendwelche Schäden bei euch.
will ich auch gleich dazu sagen, bin ich nicht verantwortlich. Jeder muss das wissen, ob er sich das zutraut. Jeder kann sich selbst seinen Schärfegrad machen. Und ja, also nicht, dass dann nachher heißt, der gute Launeboy ist schuld. Nee, Freunde, ihr seid für euer Essen selbst verantwortlich. Bis dahin, macht es gut. Peace. Ich bin raus, check it out und tschüss.